Alright, ich würde sagen, wir fangen hier mit dem Video von Dave an. Dave ist ein Kollege von mir, ein Homie. Der hat 25.000 Euro in irgendwas investiert und das ist passiert. Ich bin gespannt, was passiert ist, Mann. Wenn es jetzt 25.000 Euro in Noten gewesen sind, dann hat Dave höchstwahrscheinlich eine Menge Kinder- oder Geschlechtskrankheiten. Wir werden es sehen. Warte mal, wieso schaue ich mir das eigentlich an? Ich weiß, worum es geht. Dave hat mir es erzählt. Egal, wir tun so, als hätte ich alles vergessen. Oha. Geil, krank. Wir haben richtig oh, Muraka. Nee, nicht. Wie heißen die? Beerbricks. Geil, Scheiße. Ist das ein Cars Beerbrick? Holy shit, Simple GL Hef. Vielen Dank schön für die. Ich habe schon bereits auf diesem Kanal zwei gibt es Zaps und halt Small Dave, Olive Dunkopf 66. Dankeschön für den Zap. Kuss, 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 kuss. Großes Projekt plane und das mittlerweile auch umsetze. Ein damals, ich dachte noch, es wäre ein 15.000 Euro Projekt. Mittlerweile habe ich wahrscheinlich sowas wie 25.000 Euro reingesteckt. Eine Menge. Cringe, wer sich um 10.000 Euro verschätzt. Zeit, eine Menge Arbeit und das hier ist ein Video über die gesamten Dreharbeiten, den zweiten Drehblock, denn wir haben vor ein paar Monaten schon das erste Mal gedreht und von diesem Projekt ist mittlerweile immer noch nichts gekommen. Geil. Dieses Wochenende hat aufgrund von sehr vielen Hotelzimmern, dem größten Studio mit der größten Hohlkehle, das wir finden konnten, einem Lichtmann, sehr viel Licht, sehr vielen Kameras, sehr vielen Leuten, sowas wie 16.000, 17.000 Euro gekostet, glaube ich. Bisher keinen einzigen Cent verdient, halt richtig am Reinbuttern, aber ich glaube komplett an die Idee und wir machen das halt super professionell. Die Idee ist doch tatsächlich sehr, sehr geil. Die Idee ist doch wirklich sehr nice, no joke. Ein unfassbares Team, alles nur Leute aus der Community. Nochmal vielen, vielen Dank an jeden, der dabei war. Es war ein wirkliches Fest. Aber wie sieht das Studio eigentlich wirklich aus? Erzähl doch mal. Das hier ist eins der ersten Studios, in dem wir Match Outfit to Person, Match Watch to Person, was auch immer drehen werden. Justin, Marc Gebauer, Jana Xnell, Victor Braun, Willi und Vincent. Es kommen eine Menge coole Leute. Das wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Es geht noch weiter. Wir haben hier nochmal ein Studio. Klein, aber fein. Und wenn wir rausgehen, gibt es hier noch ein weiteres Studio. Ist auf jeden Fall ein Riesenkomplex. Und das wird ziemlich, ziemlich krass. Es wird wirklich sehr, sehr nice. Also die Videoformate, die Dave da macht, sind so ein bisschen Kanal-Test, so im Style von, genau, amerikanisch da. Ja, ihr wisst, was ich meine. Nicht wundern, diese Rolex ist nicht meine. Rolex Trade-Up ist noch nicht zu Ende. Die ist für ein Video, das wir morgen drehen. Aber ich habe Angst, dass ich sie verliere, wenn ich sie nicht trage. Okay. Und wenn nicht jeder von euch die Möglichkeit hat, gerade in eigene Ideen und eigene Projekte zu investieren, gibt es eine Möglichkeit, über die kostenlose App und den heutigen Sponsor Vivid Money super easy in Krypto und Aktien zu investieren. Nein, die Reste sind mittlerweile da. Ich lass mich nicht verarschen, Dave. Ich lass mich nicht wieder verarschen von dir. Zumindest zwei davon. Ja. Jana, wirklich. Hier ist eher ein Bruder. Anna und Victor sind da, die werden jetzt gleich versuchen, den Leuten die richtigen Outfits zuzuordnen. Es steht mittlerweile alles. Ziemlich viel Licht, ziemlich viele Kameras. Wir hassen es, wenn Jana Xnell in der Wohnung ist und laut rumschreit. Ziemlich viele Leute und ich bin super pumped. Das klingt super falsch. Also, ich halt's Maul. Es gibt nur einen Gewinner und das bin ich mit Ansage. Erster Dreh ist durch mit Jana, war super erfolgreich. Ich hab so verkackt. Die haben mich so verarscht. Nee, es war super erfolgreich. Wir sind leider in ein bisschen Verzug. Wir probieren jetzt gerade ein bisschen Zeit wieder rauszuholen. Und dann geht's darum, dass Jana und Victor erraten, wer gekifft hat und wer nicht. Wir haben gerade drei Leute da, die... Ich glaube, Jana kann sehr gut erraten, wer gekifft hat tatsächlich. Ich glaube, ich habe Jana auch schon mal gesehen, als sie... bei der Polizei war und eine Anzeige hat bearbeitet. Ach komm. Kiffen natürlich nicht. Das ist doch ein Ami-Format, das kennt man doch. Ja, genau. Dave hat das Format einfach geklaut. Die Lizenz gekauft. Dann mit uns zu drehen auf unsere Anweisung. Genau, das wird erraten. Dann kommen gleich noch Marc und Justin, die Outfits erraten. Morgen gehen wir auf Hyped ein. Und die werden mit auch Sascha. Uhren zuordnen. Und in den nächsten Tagen geht es mit super anderen Personengruppen weiter. Morgen kommen Rentner. Und ich wäre auch bei einer dabei gewesen, aber ich war leider... Ich glaube, ich habe damals gesagt, Geld vor Freunden, habe Geld vor Freunden und irgendwas anderes gemacht. Ja. Ja, ich habe alle waren da außer ich. Ich habe einfach am ersten Tag abgesagt. Am Sonntag geht es um Geld. Ich bei den Rentnern halt deine Fresse. Geld. Aber es läuft schon deutlich besser als beim ersten Mal. Wir haben
15 Uhr, haben 4 oder 5 Videos abgedreht und das soll es dann für den ersten The Studio Drehblock 2, Drehtag 1 gewesen sein. Ich bin sehr, sehr dankbar für jeden, der heute da war und mich unterstützt hat. Alter, Jakob hat sich echt verändert. Zu Rap. Den kennen wir davon alles. Ist das Leo? Ich glaube, das ist Leo. Jadel, Kuss, danke. Hier werden scheinbar Sneakerpreise erraten. Machst du hier Lied? Wenn ich mal weiter zu dich. Wo hat Dave so viele Rentner her? Wo kann man einfach Rentner? Kann man. Das war nicht Tomatolix. Jetzt Logo, was geht? Kuss. Wieder. Zweiter Tag, wir sind alle komplett fertig. Wir haben, drehen heute den ganzen Tag. Jetzt Loro, danke für deinen Resub. Kuss. Da kommen sehr geile Videos, aber es ist natürlich für alle unfassbar anstrengend. Wir sind ein Riesenteam. Es ist Kann man Rentner im Darknet einfach bestellen? Tun und man merkt jetzt erst wirklich, was für ein Aufwand dahinter steht. Und die Videos sind noch nicht mal geschnitten. Also es ist von vorne bis hinten die Planung, die Umsetzung und die Postproduktion sind. Stimmt, an der Stelle, Dave sucht noch einen Cutter, glaube ich, dafür. Der freut sich sicherlich, wenn ich jetzt den öffentlichen Aufruf mache, ohne irgendwelche Qualitätsstandards anzusetzen. Meldet euch doch bei @DavidHenrys auf Instagram und schreibt ihm einfach in die Inbox. Ich schneide dein Video. Liebe Grüße, Revi. Unfassbarer Aufwand und wir sind... Also sollte wirklich jemand dabei sein, tatsächlich, der das machen will, der kann sich wirklich da melden. Nonstop am Arbeiten. Das wird ein krankes Projekt und es lohnt sich, ihr könnt euch da alle drauf freuen. Es kommt im Vlog gar nicht so richtig rüber, aber wir haben immer nur winzige Fetzen aufgenommen, einfach weil es unfassbar ist, wie intensiv wir da am Arbeiten sind. Also das geht Schlag auf Schlag, deswegen hat Niklas das unfassbar gut durchgetimt, unendlich gut geplant. Insgesamt hat Niklas für so ein Drehwochenende wahrscheinlich mit 500, 600 Leute Kontakt und muss dann organisieren, wie viele Leute davon wirklich kommen. Krank. Dahin lotsen und es ist einfach ein unheimlich... Die Seite heißt Rentner, gibt das wirklich? Hier kann man einfach Rentner mieten? Alright, Bro. Kinda weird, Champ. Kinda fucking weird, Champ. Alright. Da würde ich mich dann an der Stelle mal nicht melden. Es wäre so funny, wenn da einfach ein Bild von Montana Black drauf wäre. Riesiger organisatorischer Aufwand, wo es nur den Hut zu ziehen gibt. Vielen Dank, Niklas, dass du das alles mit uns machst. Es gibt auch Rent a Friend oder so. Ja, Werding, dass du das kennst, habe ich mir gedacht. Juhu. Aber auch hinter der Kamera, Leo, der hier gerade sitzt und auch bei dem Projekt Lead Kamera mit mir gemeinsam so ein bisschen macht. Wir haben 6 Kameras gleichzeitig, manchmal mit 4 und 3 Kameras parallel in Studios gedreht. Also es ist wirklich unfassbar. Sind das nicht die Senioren zocken? Oder sind das die Senioren kacken? Kannst du auch lesen. Sind das die Senioren zocken? Oder sind das einfach alte Leute? Zweiter Tag, man sieht es mir an, wie es mir geht. Das sind die Senioren kacken. Sehr gut, aber ich bin auch extrem fertig. Gerade Vorbereitungen für den dritten. Ja, das dritte Format ist Match-LED-Röhre zu deutschem Streamer. In dem wir sehr viele Games drehen werden. Das morgen wird aber was komplett anderes. Wir drehen in einem dunklen Studio mit weniger Licht, das von oben kommt, sodass es ein bisschen moodier wird. Denn wir probieren Leute, sich gegenseitig für Geld ausstechen zu lassen. Nicht abstechen, aber ausstechen. Es ist übelst bei dem Dreh einer gestorben. Der Asozialste oder der Sympathischste wird gewinnen, aber das werdet ihr alles noch sehen. Tag Nummer 3 vom Studio Drehblock. Willi und Vincent sind schon da. Die werden gleich auch nochmal probieren, den Leuten die richtigen Outfits zuzuordnen. Und damit werden wir jetzt gleich auch direkt starten. Das ist der letzte Tag. Wir sind alle super pumped. Es hat mega gut funktioniert und ihr könnt euch auf eine Menge Content freuen. Absoluter Traum. Wir fangen an zu drehen. Man wird geballert. Ich dachte, Dave hat aufgehört zu koksen. Okay, krass. Krass, dass er es immer noch macht. Wir sind vorm letzten Dreh. Das letzte Video für heute steht an. Was das ist, das seht ihr dann. Ich glaube, es sind alle mittlerweile wieder super pumped, haben wieder Energie, weil es dem Ende nahe geht und es im Endeffekt doch alles mal wieder funktioniert hat. Wunderbar funktioniert. Ja, wunderbar funktioniert, ohne dass wir alles wunderbar geplant haben. Obwohl, sorry. Niklas hat alles perfekt geplant, aber natürlich gab es noch ein paar Sachen, die einfach unklar waren, die einfach vorher nicht zu planen sind. Er lässt mich weg. Krasse Image-Quality, though. Das ist viel zu gut für YouTube. Das wird gar nicht funktionieren. Das sieht viel zu gut aus. Ah, ich muss dabben. Das war das.
25 starkes, Videos gedreht. Ja, starkes bei denen ich hinter jedem einzelnen Video stehen kann. Das ist der absolute Traum, das machen zu können. Und ich bin super dankbar für jeden, der mich dabei unterstützt hat, vorwiegend hinter den Kulissen. Und gerne, mich auch weiterhin unterstützt. Und ich freue mich über jeden, der sich das dann anschaut. Es wird ein Fest, wenn die ersten Sachen online gehen. Es wird. Übrigens, ich habe das Ganze mit durchfinanziert. Und Junge, wie heißt der Pisser auf den Reviewer? Das ist David Henrichs, mein Ziehkind. Ich habe Dave da durchfinanziert. Habe ihn auch mehrere Immobilien vererbt. Und kümmere mich da so ein bisschen um seine finanzielle Obhut, ne? Ein absolutes Fest. Die ersten Sachen von das Video werden vermutlich so Mitte Juli kommen. Und ich glaube, ihr könnt euch da sehr drauf freuen. Mittlerweile dabei waren Jana X. Snell, Justin, Viktor Brau, Willi, Vincent, Marc Gebauer, Mickey, Fritz Meinecke, Reefed, Danny, Survival Madden, Nick, unendlich viele Leute aus der Community. Wir haben Leute mit krassen Stories da gehabt, mit krassen Jobs, mit krassen Dingen zu erzählen. Und es sind sehr witzige Sachen passiert. Ich weiß gar nicht genau, was ich euch alles erzählen soll, weil ich glaube, das Projekt wird im Endeffekt für sich selber sprechen. Wir legen unser gesamtes Herz, unsere gesamte Energie da rein und das wird ein wirklich absolutes Fest, ein absolutes Reaction-Fest für alle anderen YouTuber und Streamer natürlich auch. Das war ein kleiner Einblick. Wir haben natürlich uns hauptsächlich darauf fokussiert, das Studio möglichst gut zu produzieren und nicht diesen Vlog, aber es gab zumindest ein kleines Update, einen kleinen Einblick. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns die Tage wieder. Macht's gut, ciao. Saugeil, Mann. Ich freue mich drauf, Dave. Ich freue mich drauf. No joke, ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr drauf. Das wird extrem geil.